Das Telefon läutete, aber niemand von uns beiden wollte rangehen. Wir lasen in unseren Büchern und Helga sagte, geh du hin, du sitzt näher dran. Ich musste lachen, ärgerte mich aber auch, denn ich wollte auf keinen Fall bei meiner Lektüre gestört werden. Das ist sicher wieder einer dieser Typen, die nur Geld wollen. Und wenn es die Oma ist, damit hatte sie recht. Es musste einer das Telefon holen. Also quälte ich mich aus dem Lehnstuhl, schlürfte zum Gang hinaus und nahm den Hörer ab. Zuerst vernahm ich nur ein Krächzen und Schnaufen. Ich wollte schon wieder auflegen, anscheinend wieder so ein Typ, der nicht mal richtig sprechen konnte. Aber dann erkannte ich die Stimme von Herrn Krämer, der unter uns im Parterre wohnte. Ab und zu trafen wir ihn im Treppenhaus und redeten kurz mit ihm. Hallo, Herr Volker, Sie müssen mir helfen. Kommen Sie zu mir. Was stellte sich der alte Mann denn da vor? Wir wollten nicht allzu viel mit ihm zu tun haben. Er hatte doch eine Dame von der Fürsorge oder so. Die sollte sich doch um ihn kümmern. Helga war ja schon mal in seiner Wohnung gewesen, wegen eines Problems mit seinem Heizstrahler. Und sie war ganz erschlagen gewesen von dem Verhau und dem Gestank in der Küche und im Wohnzimmer. Ich muss erst mit meiner Frau reden. Vielleicht kommen wir beide. Ja, ja, flüsterte er. Bitte, bitte, schnell, bitte. Habe Angst. Er klang verzweifelt. Es musste schon etwas Schlimmes passiert sein. Aber solche Typen übertrieben auch oft mit ihren Ängsten. Meist war gar nichts dahinter. Zu Helga sagte ich, es ist Herr Krämer von unten. Er möchte, dass wir schnell mal zu ihm runterkommen. Helga sah mich von unten her an und ich merkte, dass sie nicht gerade begeistert war. Warum denn? Er hat Angst. Ich glaube, einfach Angst. Wovor denn? Ich habe keine Lust, runterzugehen. Du weißt doch, wie es bei ihm aussieht. Ich habe es dir doch erzählt. Sie schüttelte sich. Herr Krämer war ein Typ, der einfach nicht ins bürgerliche Milieu unseres Beamtenhauses passte. Das machte ihn für mich aber wiederum sympathisch. Geh, rede du mit ihm, sagte ich. Zu dir hat er mehr Vertrauen als Frau. Helga lachte kurz auf und nahm das Telefon. Was ist denn los, Herr Krämer? Ist es denn so wichtig, dass wir kommen sollen? Sie presste den Hörer ans Ohr und ab und zu nickte sie oder verzog die Miene, so als ob sie überlegte, was zu tun sei. Ja, wir kommen gleich, Herr Krämer. Jetzt machen Sie sich keine Gedanken, das kommt schon wieder in Ordnung. Ja, ja, wir kommen schon. Sie gab mir den Hörer und legte ihr Buch auf das kleine Tischchen neben den Stühlen. Gehen wir, sagte sie. Er gibt doch keine Ruhe, bis wir drunten waren. Irgendwas muss mit seinem Arzt passiert sein. Er hat Angst vor ihm und vor der Behörde. Welcher Behörde? Ich weiß es nicht. Er wird es uns schon noch sagen. Soll ich noch was anderes anziehen? Helga lachte und sagte, Erwin, was stellst du dir vor? Wer da unten wohnt, vielleicht der Kaiser von China? Sie grinste mich von der Seite an und drängte mich zur Wohnungstür hinaus. Als wir vor seiner Tür standen, verspürte ich einen leichten Modergeruch und auch Helga rümpfte die Nase. Nach dem Klingeln mussten wir einige Zeit warten. Dann hörten wir ein Schlürfen und eine brüchige Stimme rief, »Wer ist da?« »Wir sind's, Herr Krämer, bitte machen Sie auf!« Dann hörten wir den Schlüssel im Schloss und Herr Krämer lugte zwischen dem kleinen Spalt in der Tür hervor. Er sah wirklich erbärmlich aus, dürr und ungepflegt, ein zerzauster Haarschopf und ein Dreitagebart. Sein Gesicht hager und fast gelblich, wohl weil er nur nachts im Innenhof der Wohnanlage herumschlurfte. Plötzlich fiel mir ein, woran er mich erinnerte.
Vor Jahren waren wir in Slowenien und besuchten auch die Höhlen von Pistojna. Tief im Innern des Berges sahen wir in einem künstlichen Becken Grottenolme oder Olme, die noch nie einen Strahl der Sonne gesehen haben. Seit Jahrtausenden existieren sie im Dunkeln der Höhle. Schauderhaft. Ja, so sah er aus, wie einer dieser Grottenolme. Im Gang stank es fürchterlich nach Urin. Wir gingen hinter ihm ins Wohnzimmer. Nun sah ich ihn auch, diesen Verhau. Auf dem Tisch ein Riesenberg von Medikamentenschachteln und Schokoladenstückchen, dazwischen jede Menge Zettel mit krakeligen Schriftzügen, alte Zeitungen und Arztrezepte, an der einen Ecke das Bett, davor verdreckte und gelb gefärbte Windelhosen, wahllos durcheinander. Ich musste den Atem anhalten, so würgte es mich. Er bot uns Stühle an und setzte sich uns gegenüber. Seine mageren Knie und die Beine bebten und zitterten hektisch. Er konnte sie nicht beherrschen. »Was ist, Herr Krämer?« fragte Helga und ihre Stimme klang nervös. Herr Krämer räusperte sich. Er legte seine Hände auf die Oberschenkel und vorübergehend hörten die Zuckungen seiner Beine auf. »Mein Arzt, er legte die dürren Hände vor die Augen. Er möchte mich ins Irrenhaus.« Ich schüttelte ihn. »Was möchte er, Arzt?« fragte Helga geduldig. »Er möchte mich ins Irrenhaus bringen.« Jetzt war es heraus. Seine Beine zitterten wieder und er sah uns hilfesuchend an. Ich sagte, »So einfach geht das nicht, Herr Krämer. Dazu braucht es einen Gerichtsbeschluss. Sie haben doch auch Rechte.« Ja, Krätzia, ich, wir leben doch in einer Demokratie, oder nicht?« »Richtig«, erwiderte ich, »auch Sie kann man nicht ohne Ihren Willen nach Haar bringen.« Er tat mir sehr leid. Seine Pflegerin war vor einigen Monaten gestorben und eine neue hatte man ihm noch nicht bewilligt. »Nun beruhigen Sie sich«, sagte Helga, »es wird sich alles noch klären.« »Meinen Sie wirklich?« »Ja, Herr Krämer«, sagte ich, »wir helfen Ihnen, so gut es geht. Ich rufe die Frau vom Sozialamt an, dass man Ihnen möglichst schnell eine Hilfe schickt, den ganzen Raum hier in Ordnung bringt.« Er sah mich mit wässrigen Augen an und lächelte ein wenig. »Sie brauchen also keine Angst zu haben, Herr Krämer. Es kommt alles wieder in Ordnung.« Er atmete erleichtert auf und ein Schimmer eines Lächelns zeigte sich auf seinem Gesicht. Ich sah kurz zu Helga rüber. Sie runzelte die Stirn und blickte zu Boden. Als wir wieder oben waren, fragte ich sie, was sie davon hielte. Sie sah mich nachdenklich an und sagte, »Wenn Sie ihn mal in der Zange haben, dann sehe ich schwarz. Sie lassen ihn nicht mehr in Ruhe, bis er in der Klapsmühle sitzt. Er war ja schon mal dort, deswegen auch sein Horror davor. Aber ob es was bringt?« Wir wandten uns wieder unseren Büchern zu, fanden aber keine Ruhe mehr für die Lektüre. Am nächsten Morgen rief ich die Dame vom Sozialamt an. Sie sicherte mir zu, dass sie sich um eine neue Hilfe kümmern würde. Dann käme alles wieder in Ordnung. Ich ging also wieder zu Herrn Krämer hinunter und sprach ihm Mut zu. Und er lächelte sogar und bot mir von seiner Schokolade an. Danach läutete ich bei seiner Nachbarin und fragte sie, ob sie nicht ab und zu mal bei ihm vorbeischauen könne. Aber sie sah an mir vorbei und sagte, ich war schon mal drin bei ihm. Aber es stinkt so nach Pisse und diese Unordnung. Ich kann da nicht mehr reingehen. Die nächsten Tage vergingen mit unseren Alltagsarbeiten. Und nur ab und zu erwähnten wir Herrn Krämer bei unseren Gesprächen. Er rief uns hin und wieder an und wir versuchten, ihn zu beruhigen. Doch eines Tages
passte er mich im Treppenhaus ab und nahm mich beiseite. Er grinste und sagte: Stellen Sie sich vor, Herr Volker, die Frau vom Sozialamt hat mich gestern angerufen und gesagt, dass ich zum Ersten eine neue Hilfe bekomme. Dann muss ich nicht in die Anstalt und kann hier bleiben. Für immer, bis Sie mich hinaustragen. Ich wohne doch schon so lange in diesem Haus und habe die meisten Mieter überlebt. Er lächelte zufrieden und gab mir sogar die Hand. Sie kam mir so leicht und dünn vor, sodass ich die Berührung fast nicht spürte. Dann schlurfte er zu seiner Wohnungstür und ich hörte, wie die Tür ins Schloss fiel. Eines Nachts traf ich ihn vor der Haustüre der Anlage. Er sah abgemagert und sehr zerbrechlich aus. Seine Haare hingen ihm wirr ins Gesicht und er schaute zum Himmel. Aber ich wagte nicht, ihn anzusprechen. Er war wohl in einer anderen Welt. Bis es eines Tages an unsere Wohnungstüre donnerte. Helga schimpfte und sagte: Wozu haben wir denn eine Klingel, wenn die einfach an die Tür hauen? Wir gingen zusammen zur Tür und öffneten. Draußen stand ein Polizist mit einer schwarzen Lederjacke über seiner Uniform. Er wollte gleich loslegen, aber Helga sagte: Erst pass auf, Pick, ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen. Und warum klingeln Sie eigentlich nicht? Er kam aber gleich zur Sache und sagte mürrisch: Wir möchten Sie nur darüber informieren, dass wir heute Herrn Krämer abholen. Er hat von Ihnen gesprochen. Wir haben auch zwei Pfleger dabei, sodass Sie sich keine Gedanken zu machen brauchen. Er hielt ihr kurz den Ausweis vor die Nase und polterte dann die Treppe hinab. Wir hörten, wie er die Pfleger anwies, den alten Mann zum Auto zu bringen. Wir sahen uns an und Helga flüsterte: Das ist sein sicherer Tod. Das übersteht er nicht. Ich nickte und dachte an seine Freude, als er mir erzählte, dass er jetzt doch hier bleiben könne, für immer.